Ja, hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Dungeons. Euer Fischermann spielt wieder voller Irrsinn, Panik und hoffentlich mit Karl, meiner Fledermaus. Wir sind... da ist sie. Wir sind in unserem Lager. Haben diverse tolle Gegenstände auf Lager, die Mystiker beschützt. Verwerte ich trotzdem. Verwerte ich auch. Lassen wir mal. Wir haben zwei. Eine Mission, Feuerschmiede, empfohlene Kraft 10, meine Kraft 9. Es ist so traurig. Aber vielleicht ist der Karl der eine Kraftpunkt, der mich beschützen wird in der Feuerschmiede. Los geht's. Sieht schon nicht gut aus. Ich mag Schmieden anscheinend nicht. Grundsätzlich Minecraft Dungeons ein nettes Spiel. Spieltiefe lässt der Erzilliger grauenhafte nicht vorhanden, würde ich sagen. Welche die Dörfer der Oberwelt verwüsten. Das muss aufhören. Aber nett. Schlage mit ganzer Stärke zu. Wenn man sich ein Späßchen daraus macht. Nicht. Ich möchte bitte nicht gegen den kämpfen müssen. Wenn man sich ein Späßchen daraus macht und das Ganze nicht unbedingt ernst nimmt, auf Teufel komm raus, alles und jeden besiegen zu wollen, zu können. Ihr merkt schon, ich möchte meine schlechten Leistungen hier schönreden. Ich hoffe, es gelingt mir. Auf geht's! Jetzt mal die alten Knochen ein wenig ölen, indem wir anfänglich ein wenig durch die Gegend metzeln. Ach ja, so könnte es ewig weitergehen. Habt ihr das gesehen? Das war traumhaft. Ach du. Jetzt sterben. Danke, Karl. Ach Gott, ich und mein Team, es ist ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Ja, kommt immer dann, wenn ich ihn am wenigsten brauche, den Mehrfachschuss. So. Ah, ich sollte doch wieder auf meine Pfeile achten. Da ist denn die Mine. Ach ja. Suche die Schmiedekerne. Okay. Hey, Lava, da laufe ich gern durch. Schmiedekerne, komm schon.
für mich in den Notizblock. Wenn ich es vorher schon 20 Mal sage, achte mehr auf deine Pfeile. Da ist viel Freifläche. Oh, das mag ich nicht. Eieieiei. Bis jetzt ganz okay. Ich habe jetzt schon ein wenig Bammel vor dem, was kommt. Viel freie Fläche vor mir. Das war ja auch wieder so, was mache ich da? Supi! Aber bei aller Liebe, also ich bin ja begeistert. Ich habe souverän gelöst, souverän. Aber das Problem ist halt, das war bei aller Liebe kein Endboss, weil der kommt sicher erst. Aber ich bin gewappnet. Für all das, was noch kommt. Verstärkte Metallrüstung. Schauen wir uns. Gleich mal an. 20 ist 135% Schadensverringerung, 30% Chance. Gelegenheitsabenteuer tragen die, das bin ich auf jeden Fall. 45 Gesundheit, 6 Rüstung und 20%. Das Schockpulver. Das Blöde ist halt, da ist der Karl dabei. Mein Fledermausbegleiter, ja. Und den möchte ich nicht missen in den dunklen Stunden der Verliese, der Kammern, der Minen. Ihr versteht mich. Denke ich mal. Puh. 259 Schaden ist natürlich nicht schlecht. Weiter geht's. Keine Pause einlegen. Karl und ich auf dem Weg
ins Verderben. Ich soll 8 Kerne überlasten. Ups, ich versuch's. Langsam, aber doch. Ah, okay. Dann sollte ich wohl lieber ein wenig auf meine Gesundheit achten, wenn ich die Kerne überlaste. Weiter geht's. Keine Pause für Helden wie mich. Hier noch 4 Kerne. Überlasten. Noch 2. Was? Ja. Meine Taktik mit Rennen. Ist gar nicht so schlecht. Hat natürlich nichts Anmutendes, nichts Heldenhaftes an sich. Aber, tja, funktioniert. Bis jetzt. Also in dieser Folge. Wir haben gesehen, immer funktioniert es auch nicht. Mit dir, Stärketrank. Immer noch 2. Ich kann mir überlasten. Entkomme aus der Schmiede. Okay. Ah, hier muss man rennen und fliehen. Das kann ich gut. Im Kreis. Da war ich doch schon, hallo. Was will ich's nicht?
Tja. Verstärkt die Verteidigung für kurze Zeit enorm. Mhm. -42 Fernkampfschaden. Wir verwerten alles. So. Karl. Langsam könnte man meine Kerze auch wieder anzünden. Oh oh, viel Freifläche. Lächerlich. Zack. Und er geht mir da auf den Nerv von euch. Ach Karl, ach Karl, ach Karl. Ui, der kämpft schon wieder. Der ist so brav. Hat sich irgendein Leckerli, hat er sich nach dieser Mission verdient? So, ich stärke mich ein wenig und dann geht's gleich wieder los mit dem Gemetzel. Geht's nicht weiter. Da wird explodiert, was das Zeug hält. Hier geht's weiter. Du bist das, und du bist das, und du kannst nicht mal. Ich möchte es nicht verschreien, ich fühle mich gut. So,
Ich möchte es ja nicht verschreien. Ich fühle mich gut, ich fühle mich stark. Ich bin bereit. Dort muss ich hin. Ach, schon wieder. Verstärkte Kettenrüstung. 44 Gesundheit. Ach. 12 Rüstung. Ach, Karl. Ach, Karl. Was macht der Schneeball? Okay. Das Gesunde zurückbekommen mit ihm. Ach, Karl. Ich hoffe, das war kein Fehler. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Ich behalte die Rüstung auf jeden Fall für meinen Fledermausfreund auf und entkomme aus der Schmiede. Das ist das, was ich hören wollte. Da ist gar nichts zum Schießen, zum Treffen, meine ich. La 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 la. Wisst ihr, was ich mache? Für das hole ich mir den Karl zurück. Besiege das Ungetüm? Was ist das? Ich weiß nicht, ob das jetzt korrekt war, dass ich da runtergefallen bin.
nicht einmal in der Nähe reichen lässt. Und hat Schaden genommen. Ihr seht, es wird schon, es wird schon. Wahnsinn. Der reinste Wahnsinn. Sieg! Und was für einer. Die Feuerschmiede ist zerstört. Der Illager sind Geschichte. Yes! Zurück im Lager. Mache ich noch die Truhe auf. Ich bin fix und fertig. Was macht dieses Amulett? Genau, die ziehe ich jetzt an, die verwerte ich. Das verwerte ich auch. Das brauche ich auch nicht. Das behalte ich mir noch. Gut, meine lieben Freunde, ihr seht, auch ich schaffe Endgegner. Ich mache jetzt eine kurze Pause zum Verschnaufen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Gefällt euch mein Kanal, dann subscribe bitte meinen selbigen, wenn nicht, dann auch. Bis später, meine Freunde. Tschüss.